Es ist Donnerstag in GTA Online, das heißt, wir haben eine brandneue Eventwoche am Start mit neuem Casino-Auto, neuen Geldmethoden und natürlich auch wieder neuen Rabatten. Alle Infos zur Eventwoche bekommst du hier und jetzt kurz zusammengefasst. Falls es dir gefällt, lass ein Like da. Abonniere diesen Kanal, dann bist du nämlich ab sofort immer auf dem aktuellsten Stand und ja, ich würde sagen, wir legen los, let's go. Wie immer beginnen wir mit dem neuen und kostenlosen Casino-Auto von dieser Woche. Das ist nämlich jetzt einmal der Pegassi Osiris und den könnt ihr kostenlos jetzt eben für 0 $ im Casino auf dem Podium bekommen. Dafür geht ihr am besten eben einmal am Tag dorthin, dreht am Glücksrad und mit etwas Glück könnt ihr den Osiris dann eben gratis abstauben. Machen wir weiter mit den neuen Rabatten von dieser Woche und wir starten rein mit 30% Rabatt auf die Nagasaki Outlaw. Weiter geht es dann mit ebenso 30% Rabatt auf die Shih Tzu Defiler. Dann machen wir weiter mit 25% Rabatt in dieser Woche auf den Rapid Eleutheren. Dann ebenso 25% Rabatt auf den Niclassi Impala LX. Dann geht es weiter mit 25% Rabatt auf den Bravado Dorado und wir haben auch noch 25% Rabatt in dieser Woche auf den Niclassi Vigero ZX Convertible. Leider muss ich euch mitteilen, dass wir in dieser Woche mal wieder keine Unternehmen, also keine Immobilien im Angebot haben. Das ist ziemlich schade, aber naja, ich glaube, dass wir mittlerweile von Rockstar Games gewöhnt sind. Das war jetzt die letzten Wochen eigentlich sehr, sehr häufig der Fall. Okay, Thema abgeschlossen. Egal, wir machen weiter und kommen zu den Geldmethoden. Da haben wir was ziemlich Cooles. Und zwar starten wir erstmal rein mit Doppelgeld und Doppel-RP auf die ganzen Vorbereitungsmissionen für den Clucking Bell Farm Heist, also für den neuen Heist, den Polizei Heist, der jetzt eben letzte Woche ins Spiel kam. Da, wie gesagt, kriegen wir bei den Vorbereitungen das Doppelte an Geld und das Doppelte an RP. Weiter geht es dann ebenso mit Doppelgeld und auch Doppel-RP in dieser Woche auf die ganzen Drag-Rennen und alle, die GTA Plus mit sind, bekommen auf die Drag-Rennen sogar vierfach Geld und vierfach RP. Ich weiß, die wenigsten haben GTA Plus, aber erwähnen wollte ich es trotzdem. Aber für alle anderen Spieler gibt es dort eben das Doppelte und auch das Doppelte an Geld gibt es beim Gegnermodus Running Back. Dreifach Geld oder dreifach RP gibt es in dieser Woche leider nicht. Falls dir diese Geldmethoden nicht reichen, du aber trotzdem gerne richtig viel Millionen Dollar hättest, dann habe ich was für dich. Schau mal kurz bei dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei, denn das ist nämlich JG Gaming und da kannst du dir einfach so raussuchen, wie viel Millionen Dollar du gerne sofort in GTA Online hättest und das Ganze ohne zu zocken. Also wenn du sagst, du hättest gerne 300 Millionen Dollar, kein Problem, kannst du haben. Gerne abchecken, erster Link unter dem Video in der Beschreibung und denkt dran, mit dem Rabattcode VENOM10 spart ihr euch 10% auf alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu dem Schrotthandel, denn auch da gibt es jetzt wieder drei neue Autos, beziehungsweise eben drei neue Mini-Heists. Und zwar hätten wir dort einmal jetzt den Pfister Comet S2 Cabrio, den wir einem Heist eben stehlen können. Wir haben einmal den Enus Jubilee und auch den Lampadari King Kemia. Das sind die drei neuen Fahrzeuge bei den Missionen im Schrotthandel. Eine wöchentliche Challenge in dieser Woche gibt es aber und zwar, wenn ihr 50.000 GTA-Dollar als Bodyguard oder als ein Associate verdient, dann bekommt ihr 100.000 Dollar von Rockstar Games geschenkt und auch die Clucking Bell Kappe. Ein neues und auch kostenloses Preisfahrzeug im LSK mit gibt es natürlich auch wieder. Das ist jetzt nämlich ab heute der Rapid Cliquet Wagon und den könnt ihr euch kostenlos abholen, wenn ihr an drei Tagen hintereinander mindestens Top 5 werdet bei irgendeinem Rennen der LSK mit Serie. Ansonsten könnt ihr gerade hier links oben alle Testfahrzeuge eingeblendet sehen und das sollte mit der Eventwoche auch schon gewesen sein und ich muss leider mal wieder sagen, die Eventwoche ist von Rockstar Games sehr, sehr schwach. Es gibt mal wieder keine Unternehmen im Angebot und es gibt auch mal wieder kein dreifach Geld und deswegen ist die Eventwoche meiner Meinung nach eine 3 von 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Schreib gerne mal deine Meinung in die Kommentare, wie viel von 10 Punkten würdest du der Eventwoche eben geben und ansonsten, ja, sollte es gewesen sein. Wenn es euch trotzdem gefallen hat oder einfach informativer, dann lasst trotzdem gerne ein Like da, würde mich freuen. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an und dann wünsche ich euch in dieser, ja, etwas schlechteren Eventwoche trotzdem viel Spaß und viel Erfolg beim GTA 5 Zocken. Macht's gut, bis dann und ciao, ciao.